So, einen Schraubenschlüssel haben wir jetzt bekommen. Alles klar. Nee, hier kann ich... Hätte ich da den Schraubenschlüssel? Auch nicht. Ja. Ich hätte den Schrammschuh. Ach, die Muschel kann ich da einsammeln, okay. Ja, man sollte auch manchmal ganz genau hingucken, ob man hier noch in so welche Nahaufnahmen auch noch Gegenstände einsammeln kann. Auch nicht. Tja, bezieht mir jetzt eine Muschel. Okay. Da kann man noch nichts machen. Okay, gut, dann ist das halt so. Ah, ein Schädel. Kann der Schädel mir hier der Drachen helfen? Nein. Okay. Oder hier vielleicht? Auch nicht. Also bei der Kobra kann ich noch nichts machen. Nee, der Schädel, der hilft überhaupt nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Tja. Da kann ich noch was machen. Daher sollte ich die Tür entriegeln. Muss ich Kohle in den Ofen geben? Ja, ich habe noch keine Kohle. Leid. Nee. Da erstmal nichts machen. Jetzt habe ich irgendwo bestimmt wieder was übersehen. Sicherheit. Muss doch hier irgendwie sein Kiefer aufbekommen können. Wahnsinn. Toll. Irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter. Der Hebel klemmt, aber ich könnte ihn entfernen und woanders verwenden. Toll. Aber so leider nicht. Nein. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Okay. Nee, also hier kann ich erstmal nichts machen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hä? Wo soll ich denn? Auch nicht. Hä? Ah, ich kann hier auch noch nach rechts. Oh, eine Riesenratte. Ich möchte das Loch sehen, aus der diese Kreatur gekrochen ist. Vielleicht hat sie Hunger. Oh Gott.
Bei der dritten Welt von Asada handelt es sich nicht gerade um das Paradies. Und die Kreaturen, die hier hausen, sind auch nicht wirklich auf der Suche nach neuen Freunden. Gleich bei dem Eingang der Welt stieß ich zum Beispiel auf eine riesige Ratte, die neben einem kleinen verbrannten Haus schlief. Sie versperrt mir den Weg. Ich sollte sie ablenken. Ja, irgendwie. Hier liegt eine Menge Staub. Jetzt nicht. Karte. Hallo, kleiner Teufel. Und weg bist du. Ich darf mich nur nicht verlaufen. Ich sollte zuerst nach einer Karte suchen. In dieser Säule ist eine muschelförmige Aussparung. So. Und da habe ich die Statue jetzt kaputt gemacht. Eimer. Da kommt der Schädel rein. Ach so, ich habe den Schädel da hinzugefügt und habe dafür die Flöte erhalten. Okay, gut. Da haben wir doch eine weitere Lampe. Ja, eine Karte habe ich doch hier. Ah, aber nur ein Teil der Karte, okay. So, dann kann ich ja erstmal zurück zu... Hier die Lampen. Ach, es fehlt mehr Lampen. Okay. Eimer und eine Flöte. Ja, mit der Flöte kann ich halt die Kobra einschläfern. Oh, schlaf schön. Nadeln. Und ein Garnknäuel. Nee. Oder kann ich hier den Eimer benutzen? Ja, weghören. Okay, ich brauche irgendwo Wasser. Vermute ich jetzt mal. Ach, Kohle fehlt mir ja auch noch. Tja, was nun, was nun? Ich glaube nicht, dass ich hier mit dem Einmager rankomme. Oder mit einer Nadel. Nee, das hätte auch keinen Sinn ergeben. Nee. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Yep. Ah, da. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Stock. Da ist ein Brunnen. Ich muss diese Bretter entfernen. Tja. Termiten wahrscheinlich, jawohl. Guten Appetit. Das ist ein Brunnen. Ich sollte noch eine Kette und einen Eimer anbringen. Ja, den Eimer habe ich ja schon, bloß ich habe noch keine Kette. Sonst gibt es ja auch nicht. Okay, gut. Hm, aber Kette, da sagt mir das Spiel ja netterweise etwas. Wenn ich mit dem Stock das jetzt... Ja, endlich. So, und dann kann ich ja... Hier war... Ne, Moment. Quatsch, hier war das. Da kann ich ja mit Hilfe der Kette ja jetzt einmal genau Wasser holen. Einmal Wasser, jawohl. Und jetzt kann ich ja die Feuerstellen ja löschen. Erstmal die hier. Jawohl. Da ist nämlich noch eine Lampe. Und die Feuerstelle kann ich jetzt auch löschen. Stange, okay. So, dann gehe ich jetzt erstmal wieder zum Zoo. Gib hier
Mit immer noch eine Lampe. Stange. Kann die Stange mir hier helfen? Nee. Oder hier? Auch nicht. Nee. Okay, Moment. Kann die Stange mir hier helfen? Ja. Gut. Da haben wir die Schaufel, die ich jetzt hier wahrscheinlich einsetzen kann. Und ein Rätsel machen darf. Ordne die Pfeile an, um zwei Teile auszuwählen. Klicke dann auf den Knopf in der Mitte, um sie zu vertauschen. Vervollständige das Bild aus dem Fass. Auf dem Fass. Ja, okay. Also ich denke mal, ich muss hier irgendwie die Bilder richtig wieder... Ja. Zusammenfügen. Es ist eine Art Puzzle, sage ich jetzt mal. Nein, das wollte ich nicht. Das Wort. Ja, das war nicht schwer. Das war machbar. Was mit Hu? So, da habe ich alles, da habe ich alles. Also hier im Tal habe ich es. Ist schon mal sehr gut. Pass mit mich. Ah, für die Ratte vielleicht. Ja. Nun bleibt mir etwas Zeit, während sie den Honig frisst. Jo. Eine Feile. Und da können wir wahrscheinlich mit einmal die Kohle holen. Jawohl. Ja, also nicht wundern, die ist ja hier drin. Hat man ja gerade gesehen. Kann ich hier am Brunnen noch was machen? Nee. Okay. Dann habe ich wohl hier auch alles. Kehre ich erstmal zum... Hier erstmal die Kohle. Jawohl. Und die Pfeile brauche ich wahrscheinlich am Hebel. Jawohl. Danke dafür. Dann habe ich hier ja nämlich auch erstmal alles. Kann den Hebel hier wahrscheinlich benutzen. Jetzt kann ich weitergehen. Da steckt immer noch was. Achso, jetzt kann ich... Ah, okay, die Nadeln brauchte ich dafür. So. Ja, jetzt kann ich es auch endlich machen. Ordne die Lampen so in dem Feld an, dass alle aufleuchten. Klicke mit der rechten Maustaste, um die Lampen zu drehen. Okay, also das ist hier schon vorgegeben. Ich vermute mal, das wird wohl erst richtig sein, wenn es hier leuchtet. Vermute ich doch jetzt mal. Doch nicht. Das wird ja lustig. Okay, also das wird wohl schon mal passen, denke ich mal. Das passt nicht. Das ist kurz. Nee, das passt auch nicht. Nee, das kann auch nicht passen. Das ist zu kurz. Auch nicht. Hallo? Ich krieg das dann nicht mehr weg. Okay.
Nee, das passt. Ah nee, das kann auch nicht passen, weil hier auch noch ein Anschluss ist. Das ist natürlich... Ja, das ist die Frage aller Fragen. Nicht, dass das dann passt. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, warum das jetzt klappt oder aufleuchtet, ist auch eine Frage. Okay, dann stimmt das wohl auch nicht. Ja, Leckum. Okay, das passt schon mal. Okay, ein Teil wieder weniger. Nee, das passt auch nicht. Mal überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Was könnte denn da noch... Nee, das passt auf jeden Fall da nicht rein. Das hier vielleicht? Ja, cool. Okay, so jetzt versuche ich mal hier eine Verbindung irgendwie herzustellen. Nee, das wird was. Nee, passt überhaupt gar nicht da. Okay, warum kann ich das jetzt nicht erkennen? Dann ist es doch richtig. Okay, 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 gut. So, jetzt brauche ich da und da eine Verbindung. Ja. Keine Ahnung, was da jetzt passen könnte. Da ist auch die Verbindung.
Nee, das wird wohl falsch sein. Okay, was war das? Okay. Okay. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Nee, das kann es nicht sein. Und das, jawohl. Da kann es ja eigentlich nur passieren sein. Andersrum. Jawohl, da haben wir es.